Willkommen zurück bei Terranigma, bei meiner Mammut-Session. Ich bin jetzt bei der fünften Folge, die ich am Stück aufnehme, wenn ich es richtig sehe. Ja, wir haben das letzte Mal, sind wir gestorben und wiederbelebt worden. Mein dunkles und mein helles Ich haben sich vereint. Wir haben die ultimative Rüstung und die ultimative Waffe des Spiels bekommen. Und haben jetzt den Auftrag, nach Ostsibirien zu gehen, um dort Berugas Laborturm anzugreifen. Das wollen wir aber bisher noch nicht machen. Wir wollen vorher mal kurz nach Seeheim und schauen, ob sich jetzt der Ort vielleicht entwickelt hat. Das wäre nämlich noch was, was nötig ist. Seeheim soll größer werden. nicht Seeheim. Seeheim ist ja maximal. Nee, Goldküste. Ja, guck mal, Landebahn. Da ist eine Landebahn. Wir haben's. Yes. Goldküste ist größer geworden. Mir ist auch vollkommen egal, was sich in dem Ort eigentlich geändert hat. Ich möchte jetzt eigentlich nur Heinz sehen. Ich möchte jetzt nur mit Heinz reden. Ne, eine Sache muss ich noch erkunden. Ich glaube nämlich, das war hier. Hier nicht. Da könnte ich rasten. Hier, glaube ich. Ja. Wir sind hier den Flitterbrochen, aber mein Mann hat's erwischt. Ich mit dem Räder. So heiß. Mist. So, ihm ist heiß. In den Flitterwochen. Okay, warum liegt er auch mit Anzug im Bett? Naja, egal. So, ausgerüstet. Fiebermittel. Okay, mit dem kann ich jetzt nicht reden, um das Fiebermittel abzugeben. Hier. Oh, ist diese Medizin etwa gegen Fieber? Gibst du sie mir? Na klar, hier, nimm es. Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Danke. Ich werde mich bei dir revanchieren. Ah ja, ich gebe dir das hier. Wir fanden es am Strand. So, wir haben den Wasserzauber bekommen. Den kennen wir schon. Das ist der von den Nixen. Nebeneffekt, bei jedem Zauber, den man dazu bekommt, derartig, gibt es auch noch gleich 5 Kristalle. Und ja, ich habe gerade 5 gezeigt. Der Daumen war nur nicht zu sehen. So, das heißt, wir haben jetzt Gold. Wir haben jetzt auch noch für Ahoda was getan. Ich suche jetzt nur noch Heinz. Ich möchte nochmal zu Heinz und wirklich sicher gehen, dass der Ort jetzt maximal entwickelt ist. Im Inn war er ja gerade nicht, da waren wir überall. Das letzte Mal war er irgendwie im Norden, nee, wo war er denn? Hier ist das Tourismuszentrum. Na komm, Heinz, wo bist du? Heinz, alter Schwede, versteck dich doch nicht vor mir, Mann, ich will doch nur mit dir reden. Es gibt einen Zoo. Es gibt einen Zoo. Hier sind Affen und Koalas. Und Schildkröten. Ich hoffe, wir haben keine Löwen. Ich will es gar nicht weiter gucken. Und irgendwelche anderen Viecher. Ja, Seeheim. Goldküste ist jetzt wirklich so ein Touristenzentrum geworden. Zoo und so. Ja, alles da, was man so braucht. Nur Heinz ist irgendwie nicht da. Den brauche ich eigentlich gerade. Schauen wir mal hier beim Bürgermeister rein. Ah, da, perfekt. Heinz, ja. Entwicklung läuft völlig normal. Wie es weitergeht, entzieht sich meiner Kenntnis. Noch eine Stadt maximal. Wunderbar, perfekt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Ahola. Und da wir das Fiebermittel gerade abgegeben hatten und Ahola vorher auf 100% stand, würde ich sagen, wenn es sich weiterentwickelt, wenn Ahola sich irgendwie weiterentwickelt, dann jetzt. Kann ich fliegen? Nein, nach Ahola kann ich nicht fliegen. Da oben ist keine Landebahn. Aber wir reisen einmal um die Welt. Oh mein Leute, ich bin gerade sehr geflasht. Ich will gerade gar nicht aufhören zu spielen. Also, ich hatte eigentlich gedacht, hör, ich nehme heute irgendwie 2 Folgen auf, 3. Dann habe ich gemerkt, wie nah ich an diesen geilen Story-Moment kam und habe gedacht, okay, jetzt machen wir doch weiter. Jetzt will ich einfach das Spiel durchspielen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr einfach... Ah, super, nicht weiterentwickelt. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach weiterspielen wollt? Wenn ihr einfach wieder mal sehen wollt, wie es weitergeht? Das ist gerade so ein Moment. Ich lieb's. Okay, jetzt reden wir mal hier mit Heinz kurz. Der war... Okay, wo war denn Heinz hier? Da ist Heinz. Bis jetzt gibt es kaum Industrie, es muss etwas unternehmen.
Die beträgt 100% und das war schon vorher so. Also das einzige... Nee, wir haben die Touristenfotos abgegeben, wir haben das Fiebermittel abgegeben. Eigentlich müsste sich Ahola jetzt entwickeln. Eigentlich. Da sind die Quadras. Aber es mag nicht. Ahola mag mich nicht. Und das finde ich doof. Das ist das, was jetzt zum 100% fehlt. Schnief. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt alles getan, was wir konnten. Mehr können wir garantiert nicht tun. Ich nehme jetzt einfach mal kurz den Schiffsweg und fahre Richtung Ostsibirien und schaue, ob ich eine Landebahn sehe oder eine Landezone oder was auch immer. Dann kämpfen wir uns nämlich noch vielleicht durch den Laborturm ein bisschen. Ich kann ja theoretisch jederzeit speichern, auch wenn es eigentlich nicht das ist, was ich will, aber irgendwann sagt halt auch die Uhr mal Stopp, aufhören. Ich meine, ich bin ja auch berufstätig und so. Okay, Ostsibirien. Hier waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Hier sind wir schon mal rumgelaufen in dieser... Da war eine riesige freie Fläche. Ah, genau, da oben waren wir. In diesem einzelnen Feld waren wir schon. Da hatte ich noch gesagt, ja, das ist ja komisch, dass da nichts ist oder so. Ja, das war auf jeden Fall eine Stelle, wo wir mit dem Wie sind wir denn da hingekommen? Ich wollte gerade sagen, wo wir auf jeden Fall mit dem Schiff hin sind, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Da waren wir auf jeden Fall schon. Oder war das mit dem mit dem Vogel? Ich weiß es gerade nicht. Wie sind wir da oben hingekommen? Ich war da schon mal. Oh Mann, ich weiß es gerade echt nicht. Okay, Ahola regt mich jetzt ein bisschen auf. Das ist nämlich echt kacke, dass es jetzt an so einem Fehler quasi hängt. Ich weiß nicht, was noch fehlt. Könnt ihr mir vielleicht schreiben, ihr habt ja gesehen, was ich für die Stadt getan habe. Könnt mir ja mal schreiben, was ich vergessen habe oder was ich auch vergessen haben könnte. Also, selbst zu diesen unwahrscheinlichen Fällen, dass ich irgendwie was übersehen habe, dass ich vergessen habe, das irgendwie ein Bild abzugeben oder so. Kann ja alles sein. Schreibt mir es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wäre sehr, sehr hilfreich. So, nochmal hier über den Hafen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt zählt. Also ich habe eigentlich alles getan, was ich kann für die Stadt. Ich weiß nicht, ob es zählt als 100%, dass wir den besseren Abspann kriegen. Ich weiß auch nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Aber wie gesagt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals das Fiebermittel abgegeben habe. Das habe ich ja, glaube ich, erzählt. Nein, das Schlosslore will ich nicht. Ich möchte jetzt mal hier hoch. Nee, da will ich nicht hin. Ich möchte weiter nach Osten. Ja, ich kann mich nicht erinnern, jemals das Fiebermittel abgegeben zu haben. Das heißt, ich bin auf jeden Fall jetzt besser, als ich es jemals war. Okay, hier brauche ich den... Brauche ich mein Flugzeug? Ich weiß es nicht. Ah ja, ich wollte eine Sache noch schauen. Wenn ich gerade schon irgendwie wieder mal über die Welt reisen bin. Ich wollte ja die Rüstung aus Seeheim vergleichen mit dem Enigma-Panzer von dem Rüstungswert her, weil mich so erstaunt hatte, wie stark die Seeheim-Rüstung war. Und außerdem bin ich dann auch gleich bei einem Flugfeld, was sich natürlich gut trifft. So, Liberita. Dieses Mal laufe ich nicht nach Liberita in den Ort rein, sondern biege erst ab. Haha, geschafft. Das sind so diese Kleinigkeiten, die einen froh machen. So, hier hatten wir das Hotel. Da war, glaube ich, kein Laden drin. Wo waren denn hier die Läden? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach, da in dem... War das hier? Nee, hier war kein Laden. Oh Mann, ich bin zu selten in solchen Orten. Da war auch keiner. Dann vielleicht oben. McBurger. Hier war auch keiner. Wäre hier blöd, ein Laden ohne Schild.
Eigentlich haben die immer Schilder überm Dach, über der Tür. Tourismus. Ich könnte mal schauen, ob ich Ahola abgeben kann, aber ich habe ja eigentlich Ahola auch schon überall abgegeben. Also das Einzige, was ja gefehlt hatte, war hier Goldküste. Und da war ich ja auch in der Zwischenzeit schon. Ah ja, da war der Laden. So, jetzt schauen wir mal. Verhindert verwandt. Alter, die war so saustark und hat trotzdem 23 weniger. Das ist krass. Also diese ultimative Rüstung hier. Krasser Scheiß. Okay, der Lag, der war nicht gewollt. Lags sind eigentlich nie gewollt. Gut, dann schauen wir mal aufs Flugfeld und fliegen mal nach Moskau. Und schauen, ob wir von dort aus dann nach Sibirien kommen und auch zum Laborturm. Vielleicht reicht es auch, wenn wir den Laborturm gemacht haben, wenn dann ein neuer Story-Moment war, dass sich dann auch Ahola entwickelt. Weil bei Goldküste war ja die Story tatsächlich was Wichtiges. So, hier ist Sibirien. Ich erkunde jetzt einfach kurz aus der Luft. Hier war Sibirien, hier ist ein Landweg und der führt nach... Na, wo sind wir hier? Moskau, doch tatsächlich. Ja, okay. Wir müssen tatsächlich nach Moskau, um dann von dort aus auch zum Laborturm zu kommen. Das heißt, Beruga schafft es nicht sehr weit durch die Welt zu reisen, sondern ist tatsächlich einfach quasi am gleichen Ort. Also der ist von Moskau gerade mal nach Sibirien rüber und ist auch nur über den Landweg, hat irgendwie nichts Besonderes aufgebaut. Waren wir da drin schon? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, wo wir hier waren. Ja, an den Ort erinnere ich mich, soweit ich weiß. Ja, ich gucke trotzdem nochmal, ich bin vorsichtig. Zwei Seile. Wow, sogar direkt getroffen. Da müsste ein Kristall gelegen haben, so wie der Ort hier aussieht. Und da unten war eine ja, da waren wir auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, ob ich gerade in der Luft stand oder auf dem Seil, aber auf jeden Fall hat es gut ausgesehen. Okay, dann gehen wir mal raus. Und schauen doch noch tatsächlich zum Laborturm rüber. Wobei ich glaube, dass ich dann dort ausnahmsweise mal mit Save State arbeiten werde, weil ich jetzt nicht, weil... Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Moment. Oh ja. Ich glaube, ich sollte dann so langsam aufhören zu spielen. Was macht denn Perry hier? Ja, aufregend! Der König der Tiere beschützt mich! Ich hoffe, Liam weiß das auch. Das ist Perry. Ich weiß, wo wir Beruga finden. Na endlich, du bist da! Dies ist Berugas Laborturm. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrunds die Welt befreit. Ich weiß nicht, was es für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass nur Herb die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um zu helfen. So, wir dürfen jetzt in den Laborturm. Perry, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Herb, ich vertraue dir, Mylene, an. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Herb, versuch nicht, mich aufzuhalten. So, und wir müssen jetzt mal wieder mit dem nervigen Mädel. Ja, die sagt immer das Gleiche. Herb, wir kommen doch am Stück hier raus, oder? Da vorne ist eine Überwachungskamera, die übernehme ich. So, ja, mit Illusionen schaffen wir es jetzt an einem Überwachungssystem vorbeizukommen. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich lenke wie verrückt hier, aber es passiert nichts. Start kann ich drücken. Ich kann Waffenknopf verwenden. Ah, jetzt. Gut, Herb, ich bin beruhigt. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Ja, aber ich war bis vor kurzem eins. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Hallerö, endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Los gehen wir. Wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. So, ich renne einfach mal vor. Da, Vorsicht, ein Roboter. Ich werde ein Druckbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Ja, wir müssen jetzt irgendwie so ein bisschen hier durchschleichen. Ich würde lieber kämpfen. Was macht der Kran? Nein, nein, nein. Au! Aua! Autsch!
Harry? Was zum... Bist du überrascht? Troy hat den Kran gesteuert. Deshalb hat er also gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Hellsein so schwer ist. Beschwer dich nicht, lass uns weitermachen, Alter. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Major hat die Gabe in Zukunft schauen zu können. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verletzen würden. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Warte hier, ich werde die Feuerluke verschließen. Und natürlich mit der chilligen Musik dazu. Ich würde gerne mehr machen. Ja, aber ist klar, jetzt geht's los. Ich würde gerne mehr machen können. Also ich bin bisher wirklich nur so Oh, was hältst du davon? Ich werde dich mit Melin begleiten. Hope to kiss four. Ich bin bisher nur der, der eigentlich sich von anderen helfen lässt und nichts selber macht. Der nicht kämpft, nur ausweicht und sich unterstützen lässt. Ich würde gerne mehr machen. Ich würde gerne kämpfen hier. Was haben wir da? Oh, Würfel. Ihr erinnert euch, die hatten wir in Berugas Labor auch das letzte Mal. Aua. Okay. Gut, die lassen sich auch schnell töten. Wir haben ja eine gute Waffe. Und da haben wir wieder. Ich weiß gar nicht, wie die gesprochen hat. Es ist lange her, Herb. Du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig betätigen, um die Luke zu öffnen. Herb, nimm diesen Hebel. So, jetzt kommt wieder so eine... Bereit wieder? Dann los. Jetzt! Offen, wir treffen uns später. Hey, ich durfte mal was machen. Ich durfte sowohl ein paar Gegner töten, als auch mal einen Hebel drücken. Also das ist in dem Labor, es ist nicht schlecht, dass man endlich mal von jemandem unterstützt wird, dass man nicht nur Einzelkämpfer ist. Aber ich finde, es ist übertrieben, weil wir einfach nichts machen. Ah, cool. Ein extra Raum nur für Kämpfe. Na super. Das waren zwei Gegner, die wir mit Leichtigkeit töten. Ich schätze mal, das ist eine gute Levelstelle. Also Geld bringen sie nicht, aber ich glaube, Erfahrung ist gar nicht schlecht. Schauen wir mal in die Bibliothek. Da. 735. Dann töten wir die beiden Gegner. Bum, bum. Nachschauen und 737, 200 Erfahrungen für die beiden Gegner. Naja. Gibt's auf jeden Fall Besseres. Ich glaube, Neo Tokyo und die Diebe sind dafür besser geeignet, wenn man Level sammeln möchte. So dieser Raum mit den 5-6 Gegnern, die da rumrennen. Okay, zwei Räume, die fast gleich funktionieren oder fast gleich aussehen. Ah, Charge-Angriff. Unverwundbar während des Charge, ich weiß. Ich glaube, das sind die gleichen Roboter wie damals in Berugas Labor. Die haben sich noch nicht mal weiterentwickelt. Die sind stärker. Das sind stärkere Gegner, als wir bisher hatten. Oder als wir in... Ich glaube, die sind so stark wie... Ich glaube, das sind die, die in Neo Tokyo rumgerannt sind. Oder ähnliche zumindest. Ah, oh, Level Up. Cool. Vorher zwei Gegner, 200 Erfahrungen, jetzt drei oder vier Gegner und gleich der nächste Level. Wow, das war einiges. Neuer Kristall. Das heißt, ich möchte kurz zurück und einfach die Gegner nochmal zwei, dreimal töten. Aber ich würde auch sagen, ich beende den Part. Fünf Gegner in kürzester Zeit, das ist echt eine schöne Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in dem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Ja, und ansonsten einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.